Was sollen wir machen? So. Ich zeige euch die Gegend. Von dem her Patrioten. Reparatur läuft. Amüsieren wir uns. Cryo-Strahl. Ich bin mit meinen Geheimprotokollen schon wieder durch. Wird gebaut. Ja, meine kann ich auch nicht mehr ausbauen. Die zählen auf uns, Jungs. Ja, wegen der Prämie und 14. Die dritten. Ich muss den dringend noch ein bisschen mehr von den Stadtwerder wegschießen. Das ist gut, mein Dreadnought ist Sternenrang. Flugzeugträger verlässt den Hafen. An diesem Schiff kommt niemand vorbei. Ich habe meinen ersten Flugzeugträger. Alliierte Luftflotte. Wird gebaut. Eine Einheit wird angegriffen. Feindlicher Stützpunkt. So, jetzt gibt es erstmal extra Bonus. Ja, jetzt gibt es erstmal Bonus-Money. Geldprämie. Bau abgeschlossen. Nein. Mein Ding, wie heißt das? Flugzeugträger wird gebaut. Wird gebaut. Bohrtürme. Du hast übrigens in der Ecke auch noch einen Bohrturm, den du dir schnappen könntest. Ja, da bin ich auch schon unterwegs. Sie sind in guten Händen, mein Freund. Bau abgeschlossen. Ich hab erstmal den naheliegenden Bohrturm erobert. Wird so. Gebaut. Wird gebaut. Jetzt wird erstmal eine Basisarbeiterin nach Norden geschickt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Roger. Was macht er in meinem Luftraum? Ich bin dabei. Ziel und wir sind unterwegs. Was macht er in meinem Luftraum? Feindlicher Stützpunkt. Jetzt muss ich erstmal meine Dreadnoughts und alle meine U-Boote wieder mal zusammenkriegen. Unzureichende Mittel. Weil die sind gerade ein bisschen verstreut. Position wählen. Position wählen. Einen vernichtenden Angriff gegen seine Verteidigung anrichten. Position wählen. Unzureichende Mittel. Ziel wählen. Ziel und wir sind unterwegs. Feindlicher Infiltrator geordnet. So. Wieder ein paar Luftabwehrteile hier weniger. Ach, du bombardierst die schon da hinten. Das ist sehr schön. Ich habe denen schon einen Großteil von den Großgeschützen weggeschossen. Unzureichende Mittel. Wo will denn der Panzer ja, hin? Es wird Zeit, oder? Der interessiert sich nicht für meine Dreadnoughts. Okay. Unzureichende Mittel. Geben Sie uns ein Ziel. Ich schließe mal zu deiner Flotte auf. Mit allem, was ich jetzt gerade schon da habe. Alle Systeme bereit. Ey, jetzt interessiert er sich für meine Dreadnoughts. So, und das war schon mal wieder ein großes. Unzureichende Mittel. Jetzt wird gesammelt. So, jetzt. Okay, irgendwo was Größeres, was wir mal kaputt bomben wollen. Ja, da hinten. Die Mech-Plattform. Haben wir hier noch, feindliche Einheiten. Gefährliche. Ist es Zeit? Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Wir tun, was getan werden muss. Satellitenüberwachung bereit. Eine Einheit wird angegriffen. Haben Sie den Kopf weg? Feindlicher Infiltrator geortet. Zeitbombe bereit. Präzisionsangriff bereit. Einheit verloren. Der Himmel sieht gut aus. Also die Rocket Angels. Die haben mir gerade einen Sentry runtergeschossen. Wird gebaut.
Okay, der Bauhof dürfte nicht mehr stehen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Der andere Bauhof gleich auch nicht mehr. Eine Einheit wird angegriffen. Hier ist ein Schießbilder. Mist, die schießen auf uns! Ah, wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Der arme König Uni. Aber das ist nur mal Krieg. Ich höre. Krieg bleibt immer gleich. Javelin an Deck. Fliegt zum Sieg. Angriff einleiten. Dreadnoughts und die Flugzeugträger. Ja. Ah, fuck, was krieg ich dann? Bleib nicht da. Flugzeugträger mag ich halt, weil die so schön präzise sind. Nein, ich habe einen Dreadnought verloren. Dafür werden jetzt weitere 10 Dreadnoughts folgen. Für jeden Dreadnought, den ich verliere, kommen 10 weitere. Wir müssen jetzt noch ein paar Ingenieure bereithalten. Kannst du das mit den Ingenieuren übernehmen? Weil du kommst mit deinen Twinblades da wesentlich präziser hin als ich mit den Sentry Bombern. Und ich habe eh was geplant. Okay, sehr schön, weil ich müsste dafür jetzt extra meine Ingenieure in den Sentry Bomber reinsetzen. Nee, das mache ich. Hey Mann! Guck mal, ich habe hier eine Basisverteidigung vorbereitet. Okay. Basiserweiterung vorbereitet. Okay. Eine Einheit wird angegriffen. Ich werde nämlich jetzt gleich an Land gehen. Unser Bauhof wird angegriffen. Ah, was mache ich da? Ich will nur diesen komischen König Uni haben, ja genau. Genau, Bullfrog habe ich auch schon mal hier vorbereitet, weil das ist das, was passiert. Jetzt kommen die ganzen Rocket Angels. Das habe ich nämlich geahnt. Ding habe ich schon mal meine Bullfrogs bei. Hey, ich habe auch meine Jäger dort bei deinen Bullfrogs geparkt. Ah, halt, stopp, da oben ist noch ein. Da sind auch Verteidigungsanlagen, die möchte ich platt haben. Greif nämlich sonst meine Basisanleitung an. So, jetzt kann ich die da stehen lassen. Die Basiserweiterung kann sich jetzt hier platzieren. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Verstanden, wir haben sie. Das eine wird eine Panzerfabrik, das andere wird ein. So, die ganzen Rocket Angels sind vom Himmel geschossen. Bis auf einen, der gerade irgendwie noch meine Marinewerft bombardiert. Dann gibt es hier noch zwei meiner Jäger mit einem Sternrang. Wird gebaut. Alles ist gut. Direkt mal ein paar Tesla-Spulen dahinsetzen. Was, du darfst Tesla-Spulen bauen? Ich darf Tesla-Spulen bauen. Wieso darf ich keine Spektrumtürme bauen? So. Oh, ich darf aber keine Apokalypse-Panzer bauen. Das wäre ein bisschen zu heftig. So, na egal, dann baue ich halt Hammerpanzer. So, Du brauchst eh nur zwei Ingenieure und die müssen im Abstand von 30 Sekunden die beiden Festungsreaktoren besetzen. Dann haben wir diese Mission auch gewonnen. Ja, das ist kein Problem. Ich will nur die Hammerpanzer vorschicken. Feindlicher Ingenieur entdeckt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Eine Einheit wird angegriffen. Habe ich mir gedacht, dass ich kann. Deswegen habe ich auch gleich mal eine zweite Superreaktor aufgebaut. Position wählen. Position wählen. Ziel wählen. Position wählen. Wie lautet unser Befehl? So, wo sind die Rakt? Ach, da sind die ja schon. Hm.
Da ist ja nichts mehr. Ja. Ich baue jetzt einen Ingenieur und schicke die da einfach hin. Oh, ich mache hier noch Terror. Ich könnte jetzt bestenfalls meine Amphibienfahrzeuge noch dahin schicken, aber ansonsten habe ich bis mein gesamtes Geld ziemlich in die Luftfahrt gekostet. Wobei, was heißt hier gesamtes Geld? Ich habe noch 35.000 Credits, wieso sagt mir das keiner? Naja. Wenn du keinen Überblick auf deine Finanzen hast, tut mir das leid. Ja, ich bin es nicht gewohnt, so viel Credits zu haben und irgendwann habe ich die Produktion eingestellt von dem ganzen Zeug. Ja, jetzt. Jetzt stehe ich da mit einem Haufen Credits. Ich habe jetzt Dauerproduktion von Hammerpanzern in 2 Waffenfabriken. Damit überrenne ich halt einfach alles jetzt. Ne? So, jetzt habe ich zwei. Wo sind die 2 Ingenieure? Natürlich habe ich die falschen ausgebildet. Position. Naja, ich habe gerade eine Kettenreaktion ausgelöst. Mann, ich habe eine Kettenreaktion ausgelöst, habe ich gesagt. Mensch. Planungsmodus. Ich sagte Planungsmodus. Das und zack. Jetzt will ich die Ingenieure aussehen. Innerhalb von 30 Sekunden müssen die da sein. Also innerhalb von 30 Sekunden Abstand halt. Das ist irgendwie total easy. Ja, kannst dir halt nicht ewig Zeit lassen. Jetzt wird das Geld kassen. Was kommt davon, wenn man so viel produziert? Jetzt hat Schulden am Auer zu tun. Ich mache jetzt einfach also noch die letzten Erzraffinerie da hinten kaputt. Tupi tupi du. Ich mach Bubus. Ja, einer deiner Ingenieure wird gerade von dem kaiserlichen Krieger geworfen. Ja, fuck. Der Penner. Da habe ich den kaiserlichen Krieger nicht gesehen. In der eine kaiserliche Krieger. Hm? Ja, ich mache das jetzt schneller, weißt du? Schick jetzt einen Wolfgang. Mann, wo rennst du denn? Dann gehst du halt in den Bullfrog rein. So. Guck mal, meine Hammerpanzer habe ich auf eine automatische Rampage geschickt. Also okay, da wollte ich jetzt eigentlich gerade meine Sentries hinschicken. Da wo du gerade angreifst, dann schicke ich die woanders hin. Bis da hinten nenne ich auch noch eine Erzreffenerie von denen.
So. Ich höre. Feuerbefehl erteilt. So. Soll ich jetzt Sieg? Ja, mach. Bestandszentrale. Neue Koordinaten empfangen. Befehl erteilt. Wird angegriffen. Okay. Sehr gute Arbeit, Kommandant. Ich hatte nie Zweifel, dass unsere Koalition sich bewähren und siegreich sein würde. Hauptsache, wir nehmen vorher noch mal die halbe Insel auseinander, ne? Ja. Bevor wir gewinnen. So, bevor wir mit der nächsten Mission weitermachen, ich mache ganz kurz eine Aufnahmepause und wir machen dann gleich weiter. Ich muss noch ganz kurz was machen. Wir sehen uns dann gleich wieder.